Liebe Genossinnen und Genossen, weiter geht's bei Workers and Resources. Wir haben heute drei wichtige Dinge zu tun und ich fange mit dem ersten an, das ist das Thema Öl. Dann möchte ich einmal dort hinten den Umbau der Energieversorgung forcieren, dass wir ganz klar hier ein doppeltes System installieren. Aber das erzähle ich euch gleich und dann hier vorne beim AKW. Das mit dem Öl ist tatsächlich gar nicht so viel. Wir haben einige Sachen hier vergessen. Wir haben zwar hier vorne den hier jetzt richtig eingestellt, ne? Also mittlere Priorität geht an den Tank. Hohe Priorität geht an, na, an den Tank. Also das passt soweit. Das heften wir uns mal dahin. Wir haben das allerdings hier vergessen. Und ich habe mich schon immer gewundert die ganze Zeit, warum hier nicht so viel drin ist und das aber leer ist. Und das passt irgendwie alles nicht, ja. Zu dem Problem dazu kommen wir gleich. So, das heißt, wir müssen die Pumpe auch umstellen hier und sagen, der Ausgang ist mittel und der Ausgang, Moment, das haben wir schon gemacht. Haben wir die, aber die Ausgänge sind hier andersrum verschaltet, ne? Ah, wir haben die, ah, deswegen kam ich hier durcheinander. Okay, wir haben die schon umgestellt. Das ist hoch und das ist mittel, weil wir die andersrum, nee, wir haben die nicht andersrum gebaut. Aber wenn der von da abgeht, der von da abgeht, das ist der Ausgang. Ausgang 1 Mittel. Ausgang 1 Mittel. Ausgang 3 ist hoch. Ausgang 3 ist hoch. Aber hier steht's. Hier ist es richtig. Ah, wir haben die Pumpe hier. Kann man das ja eigentlich nach da schicken? Wir schicken es überall hin. Okay, ich glaube... Moment. Jetzt muss ich tatsächlich mal gucken, ob das jetzt hier funktioniert. Ah. Jetzt bin ich tatsächlich gerade ein bisschen irritiert. Es gibt, also wenn ich das richtig verstehe, die Ausgangspriorität und wo die Pumpe hin soll. Und an wo die Pumpe hinpumpen soll, an welche Ausgänge. Wir wollen natürlich an alle Ausgänge pumpen. Jetzt schwant es mir so langsam. Ausgangspriorität mittel, Ausgangspriorität hoch. Und wir wollen natürlich auch an alle Ausgänge pumpen. Ausgangspriorität mittel, Ausgangspriorität hoch und an alle Pumpen pumpen. So, ihr seht, auch ich kann in Workers and Resources noch etwas lernen. Der Hintergrund, weswegen ich nämlich geguckt habe, war er hier. Er hatte nämlich ein leeres oder einen vollen Treibstofftank und er hatte einen leeren Bitumentank. Bitumen easy, ist so wie es ist. Haben wir uns angeguckt, können wir nichts ändern. Aber wir hatten 300 Tonnen Treibstoff. Und wenn wir uns das mal angucken, eine Tonne Treibstoff bringt uns immerhin 241. Bei 10 Tonnen, wir sind schon 2400. Das sind schon 24.000 bei 100 Tonnen. Das sind also 75.000, die hier einfach mal drinnen liegen. Die aber nicht mehr in unseren internen Versorgungstank passen für die Republik. Also das muss im Prinzip nicht sein. Und ihr seht jetzt auch die Schlange hier. Und das bringen die jetzt weg. So, Punkt Nummer 1. Das hier vorne wird eine etwas größere Operation, deswegen kommen wir da gleich zu. Punkt Nummer 2 ist Nerdopol Ost. Ja, da müssen wir, oder Nerdopol im Allgemeinen. Und ich habe mir mal ein bisschen die Infrastruktur offline angeguckt. Und ihr seht es unter anderem hier. Da tauchen mittlerweile so ein paar Probleme auf, weil wir die Infrastruktur zum Teil jetzt auch überfordern hier. Hier müssten dann meinen Augen nochmal auf 15 runtergehen. Das muss hier jetzt einfach reichen. Wir brauchen hier mehr Lehrer. Wir gehen hier jetzt auch mal auf eine niedrige Regierungsloyalität und wir müssen hier halt auch ganz dringend dann die Sterne planen, dass wir hier eine vernünftige Regierungsloyalität kriegen. Das ist ja einfach alles nicht so gut und wir haben hier zu wenig Lehrer gehabt. So, jetzt hoffen wir mal, dass wir auf die 15 kommen, dass wir jetzt die Schüler hier dauerhaft unterrichten, denn das ist einfach essentiell wichtig. Es gab einen Brand im Umspannwerk. Egal. Das ist einfach essentiell wichtig. Okay. Ein Gebäude brennt. Ah, okay, da kommt eine Feuerwehr, sollte da hinkommen. Ja, also das ist auch wichtig. So, dann bauen wir den hier auch nochmal fix. Das haben wir in der letzten Folge auch vergessen. Und dann geht es im Prinzip hier schon weiter mit Infrastruktur. Ja, und hier ist am Ende des Tages das gleiche Problem. Wir müssen hier die Loyalität natürlich massiv steigern, indem wir Wert legen auf die
auf diese Gebäude, auf die Sterne. Das werden wir heute nochmal machen und hier anfangen, möglichst viele Sterne hier in dem Stadtgebiet zu verteilen, dass das wirklich auch mal die Loyalität steigert. Wenn wir uns das mal angucken, 36% ist natürlich ein Witz, ne? Also da müssen wir ran. So, hier vorne geht's noch. Jetzt seht ihr, jetzt ist ein bisschen weniger drin, aber wir lassen das sicher jetzt mal so. Wir packen die 5 von hier jetzt da rein. Das muss einfach reichen. So, hier vorne war nicht ganz so viel. Hier vorne war nicht ganz so viel im Argen. Hier in Nerdopol Ost. Wir nähern uns dem Thema. Da oben will ich einfach noch ein paar Kiefern pflanzen hier vorne. Um auch nach Möglichkeit hier dieses Thema Dreck ein bisschen zu reduzieren. Das scheint hier vorne relativ gut zu funktionieren mit dem Thema. Also wir haben jetzt aktuell keine nennenswerten Verschmutzungswerte mehr, seitdem der Wald dort steht. Ich hoffe, dass das so bleibt. Das wäre ziemlich cool, muss ich sagen. Werden wir sehen. So, dann müssen wir natürlich noch ein paar Sachen im Bau geben. Wir werden einmal dich hier in den Bau geben. Du sollst natürlich weiterbauen oder gebaut werden. Okay, also das Thema haben wir auch. Ansonsten habe ich mir auch hier die Infrastruktur mal angeguckt. Ja, wird eng, ne? Also muss man sagen, hier sind nur 4 Lehrer. Das liegt natürlich auch daran, dass hier, hatten wir in der letzten Folge schon, dass hier so viele freie Wohnungen sind, ne? Hier unten, da fehlen jetzt ein paar Lehrer. Wir haben jetzt hier relativ viele Leute reingebracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden das wieder auf 15 reduzieren. Und wir müssen jetzt auch mal gucken. Ach, wir können die nicht reduzieren. In den letzten Jahren 9%. Ne. Also die können wir nicht reduzieren. Das kleine Gerichtsgebäude können wir auch nicht reduzieren. Da müssen auch ein paar Leute arbeiten. Wie sieht es hier aus? Da gehen wir mal auf 5 zurück. Mehr können wir uns da momentan einfach nicht leisten. Und gehen hier mal auf 30%. So. Ja, also ihr seht, wir haben hier einfach ein Kapazitätsproblem. Ihr seht, da sind ja gar keine Lehrer drin. Deswegen gehen wir auch hier mal auf 10%. Soll zumindest so ein bisschen Basic-Loyalität haben, aber das ist halt wichtig. Ja, ihr sollt nicht da oben hin, ihr sollt da rein. Ja, also, da müssen einfach Lehrer rein, dass wir dort unterrichten können. Gut. Das Haus bauen wir natürlich trotzdem. Und das will ich eigentlich auch schon anfangen. Denn in dem Haus ist ja bis auf die 19 Tonnen Stahl wirklich mal nichts drin, was wir nicht selbst können. Also das kannst du bitte schon mal alles beginnen. So, dann kommen wir da oben. Oh, Moment, wir haben einen wichtigen Punkt vergessen bei dem Haus. Das ist immer wieder ein Thema. Nachfertigstellung benachrichtigen. Bürger bekommen Nein und bitte auch keinen Einzug gestatten. Okay, so, das ist dieses Thema. Dann das nächste Thema und dazu gehe ich jetzt mal in die Pause, damit wir uns das mal alles in Ruhe angucken. Also, ich habe mich nochmal intensiv mit diesem Schalter hier beschäftigt und der sollte und wird hier unsere Probleme definitiv lösen. Also, wie funktioniert das Ding? Ihr müsst darauf achten, auf diese Symbole hier. Das ist ein Ausgang. Also ich meine es nicht ein und ein Ausgang, sondern es ist ein Eingang und ein Ausgang. Jeder Anschluss ist Eingang und Ausgang. Hier sieht das anders aus. Ihr habt hier 3 Eingänge und 3 Ausgänge. So, jetzt müssen wir natürlich gucken, was alles Eingang und Ausgang ist. Das ist ja wichtig. Und ist die Frage, werden wir hier jemals Energie verkaufen? Nein. Da werden wir keine Energie verkaufen. Das machen wir rein über diesen Zweig hier und über die Westleitung, die wir irgendwann abbrechen werden und hier auch ans AKW zwirbeln. Wenn das Ding mal vernünftig läuft, wenn wir die Probleme behoben haben. Aber da kommen wir zu Uransk. Kommen wir gleich. Ja, also das machen wir dann in Ruhe. So, das heißt, wir werden das hier als Eingang nehmen und die Leitung ist auch ein Eingang. Nicht mehr. Und dann gibt es einen Ausgang. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Das ist eine Operation am offenen Herzen. Deswegen. Wir müssen im Prinzip kurze Zeit hier umschwenken und von hier aus uns ein bisschen Strom, also wir müssen im Prinzip auf Strom verzichten. Das bedeutet aber auch, dass wir irgendwo Alternativstrom herhaben müssen. Und das ist das AKW. Aber
Und das ist jetzt die Operation mit dem offenen Herzen. Da wir keine Dollar mehr haben. Ja, ich weiß, ihr erzählt das seit unzähligen Zeiten, dass ich welche besorgen muss. Wir haben es noch nicht gemacht. Aber wir könnten uns im schlimmsten Fall, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, einen kleinen Kredit aufnehmen mit den Dollars. Das müssen wir dann irgendwie abbezahlen. Das ist dann so, indem wir zum Beispiel den Strom verkaufen. Aber davon mal ganz abgesehen, das wäre also eine Möglichkeit, da reichen auch ein paar Tausender. Wir müssen aber, und jetzt ist natürlich die Frage hier, das ist natürlich ein Stromkabelchaos. Wir verfolgen diese Leitung hier, die, das ist die wichtige, die dünne hier, ja, die geht hier, geht hier rüber und hier an unseren Hauptverteiler, so an unseren ersten Verteiler. Der zweite Verteiler, das ist der Verteiler Nummer 1, der verteilt das einmal hier oben ran. Das ist also der Leistungstransformator für die ganze Ecke hier. Da ist nicht sehr viel Energie drauf. Und dann geht das Ganze hier ran und das ist der Haupttransformator oder der Hauptverteiler, der das in diese Richtung verteilt. Und da sind schon mal 6 Megawatt drauf. Das ist also schon mal ordentlich. Theoretisch müssten wir auch diese Leitung hier abreißen und gegen eine große ersetzen. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit, das werden wir in dem Zuge auf jeden Fall hier oben machen und das werden wir in dem Zuge mit der Leitung auch machen. So, was heißt das jetzt? Was heißt das jetzt für uns? Wir werden kurze Zeit die Elektrosysteme trennen und das versuchen aber ohne Probleme zu machen. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir fangen jetzt einfach mal an und dann zeige ich euch das. Wir bauen hier vorne, spiegeln das Ding einmal und bauen den bitte hier auf. Das Teil bleibt. An dem System wird sich überhaupt nichts ändern. Gar nichts. Wir können ihn sogar dort, haben wir hier noch, ne, wir bauen den, genau, dahin. So. Einmal nach da bitte. Das werden wir auch bitte direkt bauen. Das Thema, so. Das ist das Nächste. So, wie geht es jetzt weiter? Die beiden Anschlüsse kommen hier rein, von dem hier und von dem AKW. Wir werden den auf maximalen Import stellen und das AKW auch. Jetzt gibt es hier eine Importpriorität, ähnlich wie wir das bei den Pumpen gesehen haben, mit Mittel, Niedrig und Hoch. Wir werden das AKW auf Hoch stellen und das Ding auf Niedrig stellen. Das heißt, der AKW-Strom wird von hier aus verteilt und geht dann ins Netz rein. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, wir wollen ja das gesamte Netz einspeisen. Ja, ansonsten ist das ja wieder so eine Hinterrücks-Zwirbeldrüsen-Einspeisung, was wir auch nicht wollen. So, das bedeutet, wir müssen vom AKW aus hier hinten eine Leitung rumlegen, die da rangeht. Die müssen wir komplett neu legen und da will ich auch gleich eine große legen. Und das werden wir jetzt auch nochmal planen. Dass wir eben die Alternative haben, unser gesamtes aktuelles Netz entweder über den hier einzuspeisen oder über das AKW. Und dann ist eher ein reines Importsystem und die da hinten sind zwei reine Exporte, die uns 36 Megawatt Strom exportieren können. Ich hoffe, das war grundsätzlich verständlich. Deswegen müssen wir diese Leitung nicht abbrechen und neu bauen. Wir werden hier eine neue Leitung verlegen. Und das Gute ist, die kann schon alles, das kann schon alles parallel gebaut werden. Und dann haben wir einen ganz kurzen Moment. Da haben wir das Problem, dass wir diese Energieversorgung von hier, die müssen wir einmal abbrechen. Das heißt, da muss das AKW laufen. Jetzt kommen wir gleich. Dass es hier wirklich sauber funktioniert. So, dann werden wir mal die Leitungen zumindest zum Teil schon legen. Ich meine, wir können das ja schon vorbereiten, dass wir den Teil schon gebaut haben. Zack. Der ist aber noch nicht in Betrieb. Ne, genau. 5 Tonnen Stahl. Ja, das wird eine ganze Menge Stahl kosten. Das Thema. Das ist so. Wir werden einmal... Wir können auch direkt hier rüber gehen. Das geht ja auch. Vielleicht haben wir ja auch einen vernünftigen Snap, wo wir was machen können. Einmal, ja, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir das irgendwie parallel zu dem legen können. Ja, das sieht doch schon besser aus. Einmal da durch. Oben rum. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir kommen hier vom Berg runter. Vielleicht... Das sind jetzt schon 34 Tonnen Stahl. Jetzt suchen wir uns mal den besten Weg aus. Hier lang. Ja, da kommen wir leider nicht drum rum. Da
müssen wir durch. Das ist irgendwie gerade. Das ist leicht schief. Da müssen wir rauskommen. Also. Einmal dort angefangen. Und jetzt gucken wir, dass wir das so halbwegs gerade auch machen. Nach da. Bis nach da. Und dann. Da. Okay. Einmal hier rüber. Ja, Mist. Da lang. Ja, ich hoffe, man sieht noch irgendwas hier. Das müssen wir bis nach da ziehen. Das müssen wir gucken. Jetzt müssen wir das mal ausmachen. Wie gehen wir denn jetzt weiter? Wir gehen einmal noch ein Stückchen weiter. Dann bis nach da. Und dann lange Meter. Das ist ein Gebäude. Das ist doof. Das ist doof. Jetzt muss ich um dieses Gebäude rum navigieren. Das gefällt mir gar nicht. Aber dann ist es so. So, und jetzt müssen wir hinten ans Kraftwerk ran. Und einmal daran. Genau. So, das sind 100 Tonnen Stahl. Kostet, wenn wir das so bauen, ungefähr 200.000. Ist also erstmal nicht schlimm, aber wir werden das, wie gesagt, nur erstmal in den Bau geben. Und die sind doch nicht verbunden hier, oder? Doch, die sind verbunden. Nee, der war nicht verbunden. Doch, scheinbar schon. Okay, mal gucken, wie unglaublich hässlich er das hier langgezogen hat. Ja, wir werden... Das gefällt mir nicht. Wir reißen das nochmal ab und ziehen das hier nochmal hinter der Kohlemine entlang. Und gehen dann daran. Genau. So, jetzt haben wir die Leitung hier. Das sind jetzt nur noch 101 Tonnen Stahl. Wunderbar. So, also das ist die Leitung, die wir brauchen. Und mit der Leitung wird dann das gesamte Netz hier quasi von hinten eingespeist. Das bedeutet aber auch, dass wir uns, und jetzt muss ich mal überlegen, ich glaube, die Leitung war es hier. War das die hier? Genau, die jetzt hier rüber geht und jetzt daran geht, die können wir uns dann tatsächlich ersparen. Ja. Und das wäre dann so eine Leitung, die wir zum Beispiel bis hier abbrechen könnten, um sie dann hier nochmal über einen Schalter an diese dünne anzuflanschen. Das müssen wir nochmal überlegen. Aber die können wir dann wieder abreißen. Dann sieht das hier nämlich auch ein bisschen vernünftiger aus. Ja, die geht ja jetzt irgendwo so, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wo die rangeht. Hier rüber und dann hier mit ran und ne, das reißen wir wieder. Das können wir dann tatsächlich abreißen. Dann haben wir eine ganze Menge Metallschrott, wobei wir dann wieder beim Thema Metallschrott wären. Aber ja, das ist jetzt dann so der einzige Abriss, den wir da machen. Ja, ich glaube, wo sich das lohnen würde. Ja, und das war tatsächlich, muss man einfach mal ganz klar sagen, ein Planungsfehler. Da hätte ich am AKW von vornherein mit planen müssen. Das habe ich, ich ging einfach davon aus, unser AKW funktioniert. Alles, was ich hier gebaut habe, funktioniert. Einen doppelten Boden braucht man nicht. Mein AKW läuft perfekt. Ja, man wurde im Realistic Mode wieder eines Besseren belehrt. Und hierüber haben wir dann die Rückeinspeisung in das System. Deswegen, wir bauen erstmal das hier. Dann bauen wir diese Leitung, dann bauen wir diese Leitung und dann müssen wir uns kurzfristig über das AKW versorgen. Und dann zwirbeln wir das Ding daran. Ja, wir sind auch nur bei 5 Megawatt. Mein Gott. Wir sind ungefähr bei 10 Megawatt Eigenverbrauch. Aber ich meine, der Reaktor läuft. Ne? Wir müssen jetzt gleich mal noch eine Route hierfür machen. Aber wir sind ja jetzt grundsätzlich da fertig. Jetzt kommen wir mal hierzu. Also, jetzt gehen wir mal kurz in die Pause. Und ich habe mir die Gesamtsituation hier nochmal angeguckt. Wir werden zum einen hier die Sachen auf, also KKW Nerdland wird auf 80% hochgeschraubt werden, dass dort wirklich 80% der Leute reingehen. Diese Gebäude hier und die Kernbrennstofffabrik wird die restlichen bekommen. Er hat einfach unheimlich viele Gebäude in Reichweite. Das heißt, er bekommt gar nichts tatsächlich. Die Uranumwandlungsanlage, die fliegt komplett raus.
Und der Rest, die restlichen 15% ungefähr, gehen in die Kernbrennstofffabrik, dass wir hier genug haben. Aber selbst da sind genug und hier müssen die Leute jetzt einfach zu Fuß hingehen. Bumm, fertig. Das funktioniert hier vorne auch. Hier läuft es auch. Das muss klappen. So, dann haben wir hier erstmal deutlich mehr Leute drin. Dann habe ich mir die Situation, und deswegen sind wir jetzt auch in der Pause, hier tatsächlich mal eine knappe Viertelstunde, halbe Stunde mit angeguckt. Und wir haben einige Probleme, die wir aber schlecht lösen können. Eins nach dem anderen. Was ist das Problem? Nicht direkt die Anzahl der Arbeiter. Das ist auch ein Problem. Aber das können wir regulieren, indem wir zum Beispiel hier die Produktion runterfahren, indem wir hier die Produktion runterfahren, indem wir beispielsweise, ihr seht das hier in den Schulen, da sind so wenig Schüler drin. Wir sind bei, wir können hier nochmal auf 7 Lehrer runtergehen. Hier vorne ist es okay. Wir können da auch nochmal auf 7 oder sogar auf, ja, machen wir es, übertreiben wir es nicht. Immer auf 7 Lehrer runter, weil wir haben hier 2 Schulen. So, das ist das Thema. Ärzte haben wir jetzt hier gut abgeknuspert. Ich würde hier wieder auf 15 zurückgehen. Wir haben hier vorne unser Ärztezentrum. Da machen wir nur 10 Ärzte rein. Mehr will ich da nicht drin haben. Hier kommen nochmal 4 Krankenwagen rein. Dann würde ich hier sogar theoretisch auch noch auf 10 zurückgehen. Wir werden das mal testen. Wenn wir in beiden Krankenhäusern auf 10 sind, haben wir da Summe 20. Und dann müssen die halt... Das muss reichen. 20 hat sich hier als gut gezeigt. So, das sind natürlich alles Leute, die jetzt hier überall rumlaufen, die nicht mehr hier drinnen im Reaktor arbeiten können. So, also das sind die ersten paar Möglichkeiten, die wir machen. Nächste Möglichkeit sind natürlich hier vorne so Gerichte. Das möchte ich aber nicht. Oder auch Polizei. Wir können hier da theoretisch auf 15 zurückgehen. Das will ich aber nicht. Das ist einfach zu wichtig. So, dann hier vorne Geheimpolizei. Ja, weiß ich nicht. Also wir können hier einfach mal sagen, dass wir hier 50% haben wollen. Dann sollten die Leute hier vielleicht automatisch rausgehen. Obwohl die Loyalität hier in unserer Stadt, wenn ich das mal so sehe, doch relativ groß ist. Dadurch, dass wir hier ziemlich viel gebaut haben. Ne? Also das ist doch ziemlich gut. Wir müssen halt hier vorne aufpassen. Da haben wir nämlich jetzt gar nichts gebaut. Das heißt, hier wird es ein bisschen absinken. Aber selbst da ist es noch ganz okay. Oh, wir könnten hier auf den Seiten noch ein Sternchen bauen. Das können wir gleich nochmal machen. Da wollten wir so und so noch, wenn wir das in dieser Folge noch schaffen, noch machen. So, also dann haben wir das Ganze ein bisschen optimiert. Hier vorne ist klar, das bleibt so. Und dann machen wir weiter. Wir sind auch bei der Uranverarbeitung. Sind wir auch ganz gut mit dabei. Und ich würde hier sogar noch auf 10 runtergehen. Ich denke, bei einer doppelten brauchen wir das nicht. Ja. Wir haben immer noch mehr Kapazität, glaube ich, als notwendig. Und die Uranmine läuft ja eigentlich auch mit Vollgas. Guck mal, da kommen die nächsten 14. Da kommen nochmal 14. Da kommen nochmal 4 Häftlinge. Also die läuft schon. Gut, jetzt sind es gerade nur 50, dann sind es jetzt 60, 70. Also sie läuft auch so mit 70, 80 Mitarbeitern läuft die auch. Also von daher auch da, okay. So, also das sind die ersten Maßnahmen, die dafür sorgen, dass hier grundsätzlich erstmal mehr Leute ankommen. Dann ist das nächste Problem tatsächlich, dass wir einfach ganz stumpf zu wenig Trams haben. Wir haben einfach nicht genügend. Wir haben 3 Stück und die reichen nicht aus. That's it. Das ist wirklich einfach in dem Fall ganz stumpf zu wenig Trams. Die sind einfach, ja, das ist einfach zu wenig. Und wir werden auch diese Route hier nochmal umbauen. Aber wir kaufen jetzt noch 2 neue. In dem Fall ist Sicherheit geht vor. Neue Fahrzeuge, nee, nicht Gebrauchtwagen. Neues Fahrzeug. Eine Tram bitte. Ich hoffe, ich habe den Transporter noch. Straßenbahn, da. Welche hatten wir? Tram 105 NA. Mal gucken, dass wir bei der gleichen bleiben. 102, 1 und 2. So. Stehen jetzt hier rum. Den müssen wir noch transportieren. Jetzt muss ich mal gucken, ob unser Transportfahrzeug noch hier ist. Das bist du. Du kannst transportieren. War das der? Der KMZ? Ich bin mir nicht sicher. Nee, der hat Uranerz. Das sind die Uranerzfahrer. Habe ich den schon wieder abgestellt? Das ist die Schulbusroute. Da haben wir auch vor Ewigkeit mal so ein Ding gebaut. Pass mal auf.
müssen so und so jetzt einen Wagen kaufen. Dann werden wir einmal fix das Thema Schulbus bearbeiten. Oh, da wird noch was gemacht. Alles klar. Und den mit draufsetzen. Wir müssten eigentlich... Wir lassen den... Wir müssten ja eigentlich noch eine Endhaltestelle mit einbauen. Haben wir hier die Bus-Endhaltestelle jetzt schon fertig? Ja. Müssen wir nach Nerdopol Mitte... Müssen wir tatsächlich einmal dahin fahren. Das ist ja in dem Fall der bessere Weg. Hm, genau. Ja, nach dem Aussteigen. Genau, so machen wir das. Okay, gut. Also haben wir das Thema auch. Die Straße hier wird abgearbeitet und verbessert. Dann passt das. Okay, ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen geschockt. Wo sind denn meine ganzen Nerdopol-Export? Der ist bald auf 5%. Dann gibt es da wieder einen Schwall. Uranoxid wird hier brav verkauft. Und wir müssten im Prinzip jetzt noch zwei Fahrzeuge haben, die in ihrem Rücken was transportieren können. Er hier kriegt jetzt als erstes eine Spezialaufgabe. Er soll nämlich von hier, das können wir leider nur verkaufen, nach dort im KKW Nördland, bitte beladen, Fahrzeugzeug und hier bitte entladen dieses so Fahrzeugzeug. Mal gucken, ob das klappt. Denn im KKW Nördland, da starten wir jetzt, gibt es auch Container, die hier stehen. Und das ist nicht gut. Und das ist nämlich der verbrauchte Kernbrennstoff in den Keck Types B. Das sind nochmal 1000. Das ist jetzt nicht viel. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7000. Und die produzieren jetzt relativ langsam. Also, das sind jetzt keine großen Kosten. Aber die müssen halt trotzdem weg. Denn wenn das Ausgangslager mit den verbrauchten Kernbrennstoffen voll ist, dann ist hier Feierabend. So. Gut, also jetzt sind wir hier knapp 40 Ingenieure, das sieht schon mal gut aus, die Maßnahmen haben was gebracht, die Straßenbahn werden wir trotzdem noch einbauen, sicher ist sicher. Und wenn wir das dann alles gemacht haben und die Häuser hier hinten fertig sind, die ganzen Leitungen fertig sind, dann können wir die Straßen hier umbauen. Dann können wir die Stromversorgung umbauen, nicht die Straßen. So, aber habe ich jetzt hier wirklich kein Auto, das sind alles nur die Kipper, ne? Ich muss mir unbedingt meinen Straßenbahntransporter hier abstellen und den auch so nennen. Offene Ladefläche, Gesamtkapazität. Wir brauchen den mit der meisten Gesamtkapazität in der größten Länge. So, du bist Länge 15, Länge 17 und 17 Tonnen. Wir gucken uns das nochmal an. Ich bin mir da nämlich... Bin da nämlich nicht sicher, dass der hier ist. Wo ist meine Tram hin? Hier wurde irgendwie von irgendwem gerade eine Tram mitgenommen. Okay. Die ist 14 Meter lang. Ja, könnte auch mit der anderen gemacht werden, ist nicht so schlimm. Wo ist meine Tram hin? Habe ich nicht gerade eine Tram gekauft? 17 Tonnen. Moment, das wollen wir kontrollieren. Hier fährt jetzt irgendein Fahrzeug. 17 Tonnen passt. Hier fährt jetzt irgendwo ein Fahrzeug mit einer Tram rum. Mir hat einer die Tram geklaut. Was ist denn das? Was machst du denn da? Ah, Moment, wo fährst du denn hin? Urans Straßenbahndepot. Ach, wir haben die Route nie beendet. Ei, der... Oh, das ist ja cool. Der radelt hier... Oh, Leute. Das... Den hefte ich mir mal an. Und mach den auch mal... Mach das hier auch mal klein. Um den müssen wir uns mal... Um den müssen wir uns mal kümmern. Das ist ja... Das ist ja fies. Das habe ich total vergessen. Dann machen wir mal schneller. Und dann würde ich sagen, schauen wir noch mal, dass wir diese Route noch mal überarbeiten. 40 Arbeiter, die nirgendwo rein konnten. Okay. Ja, das ist natürlich jetzt doof.
Ja, Moment, das ist natürlich jetzt fies, ne? Also wenn wir jetzt 40 Leute haben, die nirgendwo rein könnten, haben wir den Export hier wieder aktiv. Export läuft. Okay. KKW Nerdland läuft auf Vollgas. Also die Maßnahmen hier haben schon mal was gebracht. Wir müssen mal kurz in den Schulen gucken und in den Kindergärten und in den beiden Krankenhäusern. Ja, easy. Okay, das sollte, ja, das sollte gehen, alles klar. Ja, okay, jetzt haben wir KKW Nerdland wieder ein paar übrig. Ja, spannende Nummer. Ja, gut. Also wir haben anscheinend wirklich... Wo ist denn die Tram hier? Okay, der kommt schon. Wieso hat der denn... Der hat schon wieder... Der hat immer noch 40 Leute dabei. Neues Fahrzeug verfügbar. Den können wir uns mal angucken. Vielleicht werden wir das mal ein bisschen hochfahren. Das ist anscheinend doch ein paar mehr. Und hier mal 20% in die Kernbrennstofffabrik packen. Jetzt hat der 88 Leute dabei. Eieieiei. Ja, da müssen wir mal... Okay, also ich hab da noch eine Idee. Also. Route. Ist jetzt hier eine Tram da? Immer noch nicht. Jetzt kommt sie. So, wir werden hier einsteigen. 40%, 50%. Und wieso sind die dann voll? So, auf die Route bitte. Erstmal nur eine Tram mehr setzen. Genau. Die lassen wir mal weiterfahren. So, und jetzt müssen wir uns mal überlegen. Das ist Straßenbahnhaltestelle Nummer 1. Das ist Straßenbahnhaltestelle Nummer 2. Und da steigen 100% aus. Und hier dürfen eigentlich auch nur bis 50% an dieser Station einsteigen. 50. An dieser 40. Und trotzdem war das Ding voll. Wir machen hier mal sogar nur 30. Und aussteigen alle. Wir können sie nicht zwingen auszusteigen, weil wir keinen Umsteigepunkt haben. Da kommt keiner sonst hin. Ah, das ist natürlich fies, ey. So, was bist du jetzt hier? Auf dem Rückweg sollst du da auch nochmal halten? Warum? Kann doch raus. Das macht doch gar keinen Sinn. So, erstmal mal gucken. Also, wenn wir... Welche ist das? Das ist die. Die fliegt auch raus. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob die Route jetzt noch vernünftig... Ja. Okay, alles klar. Du musst damit ran, ne? Ansonsten kommt er hier nicht rum. Okay, wir müssen die davor machen. So. So war's, oder? Ach, verdammt. Ja, jetzt weiß ich wieder, warum wir das so komisch gebaut haben. Ja. Nee. So, aussteigen, einsteigen. Nein, nein. Und ab dafür. Also der fährt von hier über das Ding nach da. So, so sollte das eigentlich funktionieren. Aber sie wollen immer noch nicht. Okay, das gucke ich mir mal offline an und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Auf jeden Fall sollten mit dem Maßnahmen jetzt das KKW Nerdland sauber funktionieren. Und hier vorne dann kriegen wir den Strom auch vernünftig transportiert und die Probleme sind weg. Hoffentlich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und dann bauen wir noch ein paar Sterne. Macht's gut, bis dahin, euer Strategiener. Ciao, ciao.